Hi. Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya, wo habt ihr das her? Ich hab dieses Symbol schon mal gesehen. Diese Plünderer. Wir alle hier sind verzweifelt. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Vielleicht kann ich helfen. Wie war nochmal dein Name? Lara. Und damit willkommen zurück. So, hier hinten waren wir noch nicht. Oder doch? Doch, ne? Das sind wir, ja, hier waren wir schon. Alles klar. Gut. Entschuldige, kennen wir uns? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass das privater Wohnraum ist. Oh Gott, wir haben viel verloren. Aber mir war nicht klar, dass es so schlimm ist. Ich wollte wirklich nicht. Ich weiß, aber du musst uns entschuldigen. Wir haben viel zu tun. Sorry. Glaubst du, er hat Angst da unten? Nein, Schätzchen. Teddy geht's bestimmt gut. Er kann nicht schwimmen. Sein Fell könnte sich versauen. Dann lässt ihn Esmeralda auf ihren Panzer, damit er trocken bleibt. Sie sind zusammen? Ich glaube schon. Sie sind beide im Himmel. Teddybären kommen in den Himmel? Natürlich. Und Schildkröten auch. Alle unsere Lieben kommen in den Himmel. Und wir sehen sie wieder. Ich werde Teddy das Schwimmen beibringen, wenn ich ihn wiedersehe. Heißt das, da liegt hier unten? Da ist eine Kiste. Oh, das sind ja Piranhas. Gruscht. Hier links von aus. Da sehe ich direkt noch was.
Auf der Insel da war mal ein Tempel. Jetzt sind dort nur noch ein paar Ruinen. Und eine Steinsäule, wie es aussieht. Eher eine Statue als eine Säule. Sehr fein gearbeitet. Ein Universitätsprofessor kam vor ein paar Jahren, um sie zu studieren. Hat er was gelernt? Er sagte, es ergebe keinen Sinn. War ziemlich sauer darüber und hat behauptet, dass wir ihn ausgetrickst haben. Monolith. Kann ich das eigentlich markieren? Wegpunkt setzen, okay. Das wäre dann da drüben, was haben wir hier? Basislager. Da hinten ist noch ein Dokument. Dann geht's dann weiter, also gehen wir mal zum Monolith. Da haben wir ein Relikt. Aber wo? Ich wette, sowas hast du noch nie gesehen. Das ist mein letzter. Die anderen habe ich diesem Kommandanten verkauft. Er war ein bisschen schwierig, hat mir aber alle abgenommen. Naja, außer dem hier. Er läuft rund und geht nie kaputt. Eine echte Schönheit, nicht wahr? Also... Nein, ernsthaft. Meine Frau hier ist seit dem Unfall nicht mehr dieselbe. Aber das sanfte Brummen entspannt sie. Freut mich. Magda, hast du ihn Abby gezeigt? Naja, wenn Gott einem Fisch gibt, das wird der Fisch. Hast du meinen Mann gesehen? Oder meine Tochter? Ich glaube nicht. Wo hast du sie denn zuletzt gesehen? Sie verbringen die Nächte bei den Sternen. Sie funkeln und winken mir zu. Aber am Morgen gehen sie zum Fluss. Oh. Dort sehe ich sie immer leuchten. Aber der Sturm wühlt das Wasser auf. Ich weiß, sie sind da unten. Ich weiß es einfach. Okay. Ein Gemälde haben wir gesehen. Da ist ein Relikt. Machen wir Wegpunkt. Vielleicht kann man den ja schon entschlüsseln. Das beschreibt etwas in der Nähe. Hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Okay. Nämlich direkt unter der Nase eines anderen. Tiefluft holen, also schwimmen.
Nase eines anderen. Also wir gehen hier raus und gucken uns erstmal die kleine Insel an. Beziehungsweise da durch. Da ist die Nase. Erstmal hoch. Da geht's bestimmt auch noch rein. Gold. Gold, 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 Gold. Wir sind voll. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Ist wohl nicht möglich. Oh, was haben wir denn da? Schrotflinte erforderlich. Haben wir keine. Das sieht nicht gut aus. Herausforderungsgrab. Ich glaube, das machen wir aber erst später, weil wir sind schon bei der Hälfte der Zeit. Wo war der Monolith? Okay, dann können wir mal mitnehmen. Ich finde nicht raus, was das bedeutet. Nee, wir brauchen noch ein, zwei.
ein, zwei Inschriften. Und warum stehen hier so Explosion? Was denn? Rein. Sah so aus. Oh. Warum stehen die Fässer da? Verstehe ich nicht. Ich sehe da jetzt keinen Matsch. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Ich höre, wie sie in der Tiefe rufen. Die Stimmen. Die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein. Sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Das war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen der alten Götter. Ja, also ich mich gerade frage, wo ist der andere Schrein da? Den Monolith. Das ist doch da hinten. Da haben wir noch ein Dokument. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Da waren wir schon.
Haben wir da was übersehen? Oh ja. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Sehr geehrte Miss Ortiz, auch wenn Ihr bemerkenswerter Einsatz für Kuvak Yaku durchaus Anerkennung verdient, weist Porvenir jegliche Verantwortung für den entsetzlichen Zustand des Dorfes von sich. Vielmehr ist unser Vorstand in Übereinstimmung mit Ihrem örtlichen Regierungsvertreter zu dem Schluss gekommen, dass uns keine andere Wahl bleibt, als rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten, sofern Sie Ihren verleumderischen Kreuzzug gegen uns nicht einstellen. Gezeichnet Roberto Lavilla, Geschäftsführer Porvenir. Okay. So, dann haben wir 1 von 5 Ölfässern gesprengt. Jetzt wissen wir die Bedeutung. Haben wir dem schon geredet? Neue Gesichter sehe ich immer gern. Ein schönes Gefühl zu wissen, dass unsere Gegend hier nicht vergessen ist. Auch gut für die Kasse, wenn du dir mal ansehen würdest, was wir im Laden so alles verkaufen. Jo. Nicht. Der Dschungel nimmt sich, was er will. Es ist schwer, ihm Geheimnisse zu entlocken. Aber ich habe eins gefunden, glaube ich. Wirklich? Das Dorf hat viele Schichten. Zieht man eine ab, stößt man auf die nächste. Und noch eine. Es scheint eine lange Geschichte zu haben. Manchmal frage ich mich, ob es in irgendeiner Form schon seit dem Anbeginn der Zeit hier war. Du bist anders als die anderen. Welche anderen? Na, alle. Männer, die nach Öl und Gold suchen. Und alles mitnehmen, was sie tragen können. Okay. Ja, da haben wir noch was zum Lesen. Behalten Sie die eingeschränkte Verteilung von Vorräten bei. Wenn wir das Gebiet durchqueren, ist es für alle das Beste, wenn sich Ihre Leute über Ihre nächste Mahlzeit oder das Fieber der Kinder Gedanken machen, anstatt über das, was außerhalb des Dorfes geschieht. Sobald unsere Untersuchungen in der Gegend abgeschlossen sind, werden Sie von uns, wie versprochen, 24 Monate lang die doppelte Menge an Rationen erhalten, die Ihnen Care derzeit zukommen lässt. Vorausgesetzt natürlich, Sie halten Ihren Teil der Abmachung ein. Herzlichst. Okay. Ich wollte Ihnen nur für Ihre Diskretion und die von Ihnen geleistete Arbeit danken. Der Aufbau des Gewölbes entspricht exakt meinen Vorgaben. Die Abschlusszahlung wird Ende der Woche bei Ihnen eingehen. Die Verzögerung war einem Buchungsfehler geschuldet, der inzwischen korrigiert wurde. Mit freundlichen Grüßen, Richard Croft. Gut, das musste man natürlich vorher wissen. Jetzt wissen wir es. Wir werden quasi jetzt alles lesen, was hier kommt. Schnell Tab drücken. Vielen Jahren stand dort ein wunderbarer Tempel. Noch bevor du auf der Welt warst? Okay, kommen wir hier hoch? Nee. Hm.
Gut, dann sind wir ja schon mal auf dem richtigen Holzweg. Nebenmission, weiß ich nicht, ob wir die machen. Wir können ja auf jeden Fall später nochmal zurück diese Dingsbums-Gräber da machen. Und die können wir auf jeden Fall mal, also haben wir ja eins schon mal gemacht gehabt. Und da können wir auf jeden Fall vom Hauptmenü aus reinspringen. Das weiß ich schon mal. Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara! Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das sollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche ihnen zu folgen. Trinity ist schon da, ja klar. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Wir sollen unter Wasser suchen? Wir sollen überall suchen. Wollen wir uns dann jetzt eine Tauchausrüstung oder so? Besser. Einige Unterwasserdrohnen. Okay, bring es hinter uns! Nehmen wir Defensivpulver! Ich komme! Das ist jetzt richtig kacke. Das wollte ich gar nicht. Ich darf mich nicht von hier überraschen lassen.
kannst dich nicht lange verstecken. Dahin. So, hierher. Sehr gut. Gottes Versprechen gegenüber Noah, er würde diese Welt nie wieder zerstören, kann so gedeutet werden, dass er der Meinung war, die Menschen hätten ihre Lektion gelernt. Aber haben wir das? Eine andere Deutung wäre, dass er der Menschheit selbst die Kraft der Zerstörung gewährt hat. Wir sind verantwortlich für alle lebenden Seelen, die jetzt jedoch verdorben und abgestumpft sind. Es ist 4000 Jahre her, seit die Welt zuletzt echte Reinheit gesehen hat, und wir haben vor, das zu ändern. Wir werden die Architekten einer neuen Welt sein. Wir werden allen den Weg ins Himmelreich ebnen. Wir werden dieser sündigen, verwerflichen Welt ein Ende bereiten. Ja, und dann sage ich an dieser Stelle, machen wir einen Cut. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. In der nächsten Folge. Also, ciao, ciao.